Liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen, in Anführungszeichen, Tutorial zu Animal Crossing New Horizons. Ich habe nämlich in letzter Zeit so unglaublich oft die Frage in den Kommentaren bekommen, wie man diese Emotionen in Animal Crossing New Horizons bekommt. Und genau deswegen mache ich jetzt auch dieses Video. Dann kann ich einfach auf dieses Video verlinken, wenn mal wieder die Frage kommt. Und muss das nicht andauernd in die Kommentare schreiben. Und zwar, Leute, ihr bekommt die Emotionen, und jetzt kommt's, einfach ganz zufällig von euren Inselbewohnern. Wenn ihr einfach ganz normal am Spielen seid, egal was ihr gerade tut, ob ihr jetzt Blumen gießt oder Insekten jagt oder eure Hassbewohner mit dem Kescher schlagt und sie beleidigt, damit sie endlich gehen. Irgendwann wird einfach ein Bewohner so ein Ausrufezeichen über dem Kopf haben und daraufhin euren Spielnamen rufen und dann zu euch hinlaufen. Und wenn das passiert, Leute, dann ist es ganz wichtig, die Ruhe zu bewahren. Denn eure Bewohner wollen euch jetzt nicht dafür anschwärzen, dass ihr doch bitte mal die Nadine in Ruhe lassen sollt, sondern sie wollen euch einfach nur eine Emotion beibringen, okay? Also sprecht sie dann einfach an und die neue Emotion ist euch dann sicher. It's really easy as that. Einfach nur die Leute ansprechen, wenn sie diesen Ausrufezeichen über den Kopf haben und euren Namen rufen. Beim ersten Mal, wenn das passiert, dann bekommt ihr übrigens gleich 4 Emotionen auf einmal. Und danach dann aber immer nur eine. Und diese 4 Emotionen sind auch immer dieselben. Das ist einmal die Winken-Emotion. Dann die Freude oder diese Blumenregen-Emotion, die immer jeder nutzt. Das dritte wäre die Entzücken oder auch die Klatschen-Emotion. Und als letztes noch die Schock-Emotion. Das sind die 4, die jeder von Anfang bekommt. Die sind auch bei jedem gleich. Ansonsten, wie man das hier an diesen Emotionsfenster auch schon abziehen kann, es gibt insgesamt 44 Emotionen. Wird man also eine Zeit lang zu knabbern haben dran, um alle zu haben. Und wie ihr das Emotionsrad aufruft, weil das haben auch übelst viele Leute gefragt, einfach mit ZR. Das ist die Trigger-Taste hinten rechts am Controller. Und ja, wenn ihr dann in diesem Emotionsrad drin seid, dann könnt ihr da ein paar eurer Favoriten speichern. Und wenn ihr jetzt X drückt, dann könnt ihr eine favorisierte Emotion entweder entfernen oder aber, wenn ihr X auf einem leeren Feld klickt, auch eine neue Emotion als Favorit speichern. Dann könnt ihr halt schneller auf die Emotion zugreifen, die ihr da gerade haben möchtet oder nicht von euren, was weiß ich, wie vielen Emotionen, die ihr schon gesammelt habt. Toll, oder? Und in diesem großen Feld könnt ihr auch einfach ausprobieren, welche Emotionen ihr jetzt haben wollt und nicht. Aber ja, das war schon das ganze Geheimnis hinter diesen Emotionen. Es gibt keinen Dr. Samsel, wie in Animal Crossing New Leaf. Und es gibt auch keine App, die man irgendwie kaufen kann für sein Ingame-Smartphone, die man irgendwie mit Meilen kaufen muss oder so. Einfach nur ganz normal spielen. Die Leute werden euch irgendwann ansprechen. Ihr bekommt eure Emotionen und könnt den Blumenregen machen. Super, oder? Gut, das war's dann mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat einigen geholfen. Die meisten wussten das wahrscheinlich schon. Aber da diese Frage wirklich so häufig kam, habe ich mich dazu genötigt gefühlt, mal so ein Video zu machen. Naja, auf jeden Fall, wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.